Aufgabe 3, Multiplikation. Im Folgenden erweitern Sie den Calculator um die Grundrechenart Multiplikation. Aufgabe 3.1, Test schreiben. Schreiben Sie im Calculator-Test einen neuen Testfall für eine Multiplikation analog zu den beiden bestehenden Testfällen. Halten Sie sich dabei an die Struktur Arrange, Act, Assert oder Given, When, Then. Der Testfall wird nicht durchlaufen, ja kann nicht einmal kompiliert werden. Warum nicht? Wir haben Test-Driven Development noch nicht angeschaut, werden es wahrscheinlich auch weniger anschauen in diesem Modul. Das ist dann im nächsten Semester, Modul 450, das Thema. Aber man kann auch so mal versuchen, den Test zuerst zu schreiben. Also gehen wir in diesen Calculator-Test rein und schreiben einen Test für eine Multiplikation. So, ich mache das hier ein bisschen kleiner. Scroll da ein bisschen runter. Ich blende vielleicht noch diese Minimap aus hier. Ah, ich habe schon ausgeblendet. Egal. Und ich mache jetzt mal hier meinen nächsten Test. Fact. Ach, ich war in der Git-Ansicht. Jetzt ist gut, ja. Fact. Wie hier oben, analog dazu. Public Void. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir testen wollen. Test. Ja, wir können einfach sagen, was die Multiplikation ergibt. 4 times 3 is 12. Also 4 mal 3 ist 12. Das ist unser Test, den wir beschreiben wollen. Dann können wir im Given, When, Then oder Entschuldigung, Arrange, Act, Assert schreiben. Das ist nicht unbedingt nötig. Im Produktivcode, vielleicht machen Sie es so in der Firma, vielleicht auch nicht. Es ist als Übung mal gut, einfach das Ganze auseinanderzuhalten. Wir fangen an hier wieder beim Mise en Place, damit Ihre Hauswirtschaftslehrerin auch stolz auf Sie wäre. Was bereiten wir da? Wir arbeiten wieder mit Integern. Int a gleich, das sehen wir da, 4 times 3, also 4, int b gleich 3 und dann int expected gleich 12. In den Arrange-Teil gehört auch noch das Instanzieren des zu testenden Subjekts, also diese Calculator-Klasse. Sie können das auf verschiedene Art und Weise schreiben mit dem Wahrschlüsselwort. Das geht jetzt nicht unbedingt um C#, das kann man schöner und knapper schreiben. Es geht auch mal darum, einen Test zu schreiben. Dann im Act-Teil, was machen wir? Also einen tatsächlichen Wert berechnen wir mit dem Calculator. Und jetzt haben wir natürlich diese Methode noch nicht geschrieben. Wir haben Subtract und Add und jetzt schreiben wir mal Multiply AB und das kompiliert natürlich nicht. Aber wir schreiben schon mal die Überprüfung Assert equal expected actual. Und die Frage ist, warum das nicht kompiliert? Ganz einfach, weil diese Methode noch nicht implementiert worden ist. Das ist ja schon mal die Aufgabe gewesen. Ich gehe zurück in die Anweisungen. Wir machen weiter bei Aufgabe 3.2. Nehmen Sie nun im Calculator die notwendigen Erweiterungen vor, damit der vorher definierte Testfall durchläuft. Sie brauchen dazu eine neue Methode namens Multiply zu schreiben. Führen Sie anschließend die Tests aus und stellen Sie sicher, dass alles fehlerfrei durchläuft. Also Sie haben es bereits vorab genommen, hier wie diese Methode heißen soll. Public int multiply int können Faktor a, Faktor b, Faktor a, Faktor b schreiben und machen dann Faktor a mal Faktor b. Speichern das. Der Fehler hier ist weg. Hier wird mir noch nicht angezeigt, dass das als Test ausführen kann. Machen wir es mal mit .NET Test und hoffen, dass dann alles durchläuft. Testen alles andere gleich mit, schadet nicht. Erfolgreich 4, das sieht gut aus. Das wäre Aufgabe 3.2 gewesen. Und wir können das jetzt bereits wieder hier committen. Also wir haben jetzt hier Calculate Test geändert und Calculator geändert. Schreiben jetzt hier noch Exercise 3 hin.
commit und sync. Das funktioniert und damit wäre Aufgabe 3 erledigt. Ich melde mich gleich wieder mit Aufgabe 4, Division zurück. Bis dann.